Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe tatsächlich... Super. Ganz toll. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen die Tage, an denen ich ein Video hochladen wollte, nicht eingehalten, weil ich mega, mega viel zu tun hatte mit meinem Abschlussprojekt. Und da ist noch kein Ende in Sicht, aber die ersten paar Drehtage bzw. Drehzeiträume sind jetzt erstmal um. Und jetzt ist halt nicht mehr so viel, dass ich ständig unterwegs bin, so wie das jetzt irgendwie über ein paar Tage war. Und deswegen dachte ich mir, zum einen drehst du mal wieder ein Video und zum anderen versuchst du wieder irgendwie Upload-Zeiten einzuhalten. Sowas ist auch wichtig für sich selbst, wenn man sich ein Ziel setzt, dass man dann auch also das Ziel nicht nur definiert, sondern auch Zeiträume setzt und sowas. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, nehme ich euch heute mal mit. Heute ist Dienstag, heute passiert so mittelfiel und die nächsten Tage möchte ich euch auch nochmal mitnehmen, weil es gilt demnächst dieses 9-Euro-Ticket und ich habe beschlossen, als eine Art Selbstexperiment, das so gut es geht zu nutzen, also zu, 85% nur mit diesem Ticket unterwegs zu sein. Das wird richtig lustig. Ich muss nach Hannover, ich muss nach Magdeburg. Wir besuchen Freunde, Familie dann nur noch mit dem Zug. Das ist alles kein Ding. Wir haben eine richtig gute Anbindung und all unsere Freunde und Familie wohnen irgendwo, wo man halt auch gut hinkommt. So. Aber es ist halt schon eine harte Umstellung. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, ich habe mich in ein paar Videos darüber beschwert, dass ich öffentliche Verkehrsmittel nutzen musste, als wir das also nur ein Auto hatten. Der Punkt ist, jetzt ist es freiwillig. Also das zum einen. Zum anderen mache ich das ja auch nur, wenn es halt passt. Weil wenn ich halt zum Arbeiten irgendwo in den letzten Winkel von Leipzig muss, fahre ich mit dem Auto, weil da ist halt keine gute Anbindung. Das heißt, also ich mache es nur, wenn es passt. Ich mache es freiwillig und ich mache es, damit es so komfortabel wie möglich ist, also ohne Stress. Und es kostet halt fast nichts. Also wenn ich jetzt einen Monat für 9 Euro fahre, ich werde so viel fahren, dass es den Wert absolut übersteigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt Frühstück und viel Spaß mit dem Video. So, aufgrund dessen, dass ich hier hinten noch Zeug drin habe, sitzt Karl heute mal vorne. Und da bei den Sportsitzen hier der Kindersitz, der sonst hier ist im Cupra, nicht auf den Beifahrersitz passt, also das geht einfach nicht durch die Sportsitze, musste Tim jetzt heute früh noch den Sitz hier einbauen. Also für den Sitz ist Karl eigentlich mittlerweile, also er darf noch drin sitzen von den Vorgaben her, aber wir finden, kann ich das hier hinstellen, ich komme nie wieder daran, wir finden, er ist dafür zu groß und sind eigentlich schon dabei, auch uns um einen neuen Sitz zu kümmern. Ich könnte mich schon wieder aufregen. So richtig aufregen. Deswegen. Zumal ich der Meinung bin, dass ich rein von der Rechtslage her im Recht bin und diesen Strafzettel nicht verdient habe, weil ich in einer B- und Entladezone gestanden habe. Die Geschichte erzähle ich jetzt gerade zum dritten Mal, aber okay. In einer offiziellen B- und Entladezone gestanden habe, ein scheiß Zettel vorne im Auto da sichtbar liegen hatte, wo riesengroß drauf steht, kurzer Halt zum Ein- und Ausladen. Und wenn es ein Halt ist, dann ist es nicht Parken. Und meine Telefonnummer, wo ich erreichbar bin. Und das Ordnungsamt lief so 3-4 Mal an meinem Auto vorbei. Ich musste ja immer hin und her laufen, Zeug ausladen. Und als ich dann das vierte Mal oder so drinne war, halt für einen kurzen Moment, weil ich halt auch immer nur einen kurzen Moment drinne war, um das Zeug halt da hinzustellen. Jetzt hat er neben mir mich aus dem Konzept gebracht, weil ich gelesen habe, was auf dem Auto steht und Hunger habe. Jedenfalls, diese Sekunde haben die genutzt, um mir diesen Zettel daran zu machen. Und ich bin mir halt, wie gesagt, ziemlich sicher, dass ich zum B- und Entladen, was ich halt auch vor denen sichtbar gemacht habe, das ist ja auch der Punkt, was mich noch mehr irgendwie stört. Ich bin mehrmals vor deren Augen mit Zeugs aus meinem Auto wohin gelaufen. Und
Trotz dessen kriege ich einen Strafzettel. Und noch meinem Zettel da, dass ich erreichbar bin. Ich hätte jede Sekunde, wenn man mich anruft, hätte ich sofort wegfahren können. Die hätten mich auch fragen können, hier so, was geht denn ab? Wieso steht das Auto hier? Dann hätte ich gesagt, ja, ihr seht es doch, keine Ahnung. Man hätte mich easy anrufen können. Man hätte halt auch dadurch, dass sie gesehen haben, dass ich immer wieder kam, eine Sekunde warten können, bis ich da bin und dann mir sagen können, so, ja, jetzt fahren Sie bitte weg, sonst kriegen Sie einen Strafzettel. Aber dann einfach so dreist zu sein und dann halt wirklich, nachdem ich halt mehrmals hin und her gelaufen bin, dann das dann da ranzumachen, finde ich nicht richtig. Ich war auch nicht alleine, also ich habe eine Zeugin. Und ja, wenn es mehr als 30 Euro sind, werde ich auch Eigentlich will ich generell Einspruch erheben. Man kann ja immer Stellung nehmen, wenn man so einen Brief zugeschickt bekommt. Und dann werde ich so oder so Stellung nehmen und ja, mir da mal, also ich glaube, ich nehme den Aufwand auf mich, auch wenn das nicht viel Geld ist und es ist halt nicht so schlimm und so. Aber mir geht es ums Prinzip, wenn ich dort an derselben Stelle vor wenigen Wochen mit einer Person vom Ordnungsamt persönlich gesprochen habe, diese Person gefragt habe, ob man hier halten darf zum Ein- und Ausladen und diese Person das mir bestätigt hat, dann verstehe ich nicht, was dann da so jetzt das Problem ist. Und dazu kommt noch, dass hinter meinem und vor meinem Auto jeweils auch andere Autos standen, was aber beides Transporter waren. Der eine mit Beschriftung von einem Handwerker, der andere ohne. Und die haben natürlich nichts bekommen, weil das halt Handwerker sind, die dort arbeiten müssen. Und jetzt frage ich mich, wenn ich Handwerker bin und halt also ich bin Elektriker und habe so meinen kleinen Koffer da, hier so in diesem Auto, dann habe ich doch eigentlich, wenn es danach geht, dass ich irgendwie da kurz halten darf, um da halt irgendwas zu machen, dann verstehe ich nicht, was es dann für einen Unterschied macht, mit was für einem Auto ich komme. Wisst ihr, was ich meine? Mir geht es um das Prinzip, wenn die halt hier, so wie dieser Transporter, wenn die dem da keinen Strafzettel geben, weil das ein Transporter ist, obwohl da nicht mal eine Aufschrift drauf ist, aber mir, weil das ein normaler PKW ist, dann finde ich, fühle ich mich ungerecht behandelt. Ich reg mich hier gerade so richtig schön auf. Ich habe aber auch schon Tim eine Sprachnachricht geschickt, mehrere, in denen ich mich aufgeregt habe. Aber ja, gut. Was soll man machen? Schon mal jetzt was zu essen, zum Mittag. Und dann gehe ich arbeiten. Und dann kann ich auch schon wieder Karl abholen. Also, weiß nicht. Die Zeit vergeht heute mal besser, mal schlechter. Mal schneller, mal langsamer. Da klappt man nach über einer Woche die Sitze wieder hoch und wohnt hier einfach eine Spinne in diesem Auto. Ich will die aber auch, also ich will die nicht töten, ich will die nicht hier rausnehmen, ich will die nicht anfassen. Was ist das denn? Was mach ich denn jetzt? Die sitzt jetzt da in der Ecke. Ich habe eigentlich richtig Angst vor Spinnen. Ich frage mich, warum ich gerade so ruhig bleibe. Ja, das Auto ist dreckig. Alter, das kann man sich eigentlich angucken. Sieht auf Video noch schlimmer aus. Was mach ich jetzt mit der Spinne? So, erinnert ihr euch noch an das letzte Video, wo ich diese Schuhe bestellt habe? 42 habe ich bestellt, passte nicht. 42,5 habe ich bestellt, passte auch nicht. Jetzt habe ich die 43 bestellt, dann habe ich noch zwei Versuche, sehe ich jetzt gerade. Aber die Schuhe sind halt so wunderschön. Die sind so, so schön. Und die sollen angeblich an meinem Geburtstag geliefert werden. Also, das wäre ja richtig krass. Überhaupt funktioniert. Angst. Ja. 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 Der war gut. Was? Der war gut. Ich glaube, beim Luftballon ist es richtig schwer, den richtig anzuschließen. Okay, du kannst es schon ziemlich gut. Lass dir mal was zeigen. Ja. Dann kannst du mal tipsen. Da ja, habe ich gerade versucht, das geht nicht so richtig. Mach mal. Okay, doch, es geht. Scheinbar hat der Luftballon auch ein bisschen seinen eigenen Willen. Übel. Mami, da können wir nichts sehen. Ja. Mami, da mein Luftballon. So, ich musste mir tatsächlich was drüber ziehen, obwohl, was haben wir? Mai? Na gut,
nicht mehr lange und es eigentlich auch draußen super warm war, aber keine Ahnung. Ich werde jetzt Obst pürieren und dann mich so ganz langsam, das ist hier also suboptimal, mich dann so ganz langsam ans Abendbrot machen. Ich zeige euch dann, was es dann gibt zum Abendbrot. Ich zeige euch jetzt das Abendessen. Also ich habe hier einmal so sowas wie Fischstäbchen und dann mache ich eine Gemüsepfanne. Ich habe zufällig auch, die gibt es bei Aldi, vegane Kochcreme gekauft. Also eigentlich wäre das komplett vegan, wenn ich nicht normalen Käse an die Gemüsepfanne, bestehend aus Zucchini, Tomaten, Möhren und Lauch dran machen würde. Was das alles ist? Das ist Gemüse. Was, Zucchini? Ja. Genau, und durch das hier wird das, diese ganze Gemüsepfanne so wie so eine Soße und ja. Nach 10 Stunden Kochen hiervon noch ein bisschen würzen, nur Salz und Knoblauchpulver, mehr nicht, ist mein Essen jetzt fertig und ich bringe das jetzt mal rüber. Karl kriegt natürlich auch sofort. So, mittlerweile, oh, die Perspektive ist super, meine Frisur ist super, ich sehe auch schon richtig fertig aus. Mittlerweile ist schon ein bisschen später und ich darf jetzt ein bisschen arbeiten. Ich sichte jetzt Material, was wir gedreht haben die letzten Tage. Mal gucken, ob ich morgen nochmal weiter drehe oder einen neuen Vlog drehe. Falls jetzt das Ende dieses Vlogs ist, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ja, und würde sagen, bis zum nächsten Video. Falls es noch nicht das Ende ist, sage ich bis morgen und habe jetzt noch gut zu tun. Okay. Ich habe das Video noch nicht geschnitten, in dem ich diese Schuhe bestellt habe und mittlerweile sind sie da in der 43 und ich habe das Gefühl, also ich würde jetzt spontan sagen, sie sind zu groß, wenn ich nicht wüsste, dass die 42,5 zu klein ist. Also werden es wohl die hier werden. Die sind so schön, die sind echt mega, mega schön. Immer so überbelichtet. Finde die toll. Also ich glaube, es werden die. Die fühlen sich halt echt sehr, sehr groß an. So wie die geschnitten sind. Keine Ahnung. Aber ja. Anders geht's ja gar nicht.